Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 mit mir, dem Shadowhawks. Okay, dann machen wir mal weiter. So, wie ihr euch sicherlich schon denken konntet, ich bin noch nicht Level 99. Stattdessen level ich einfach bei vielen Charakteren aber mal ein paar Abilities. Und ja, ich bin eigentlich relativ gut dabei, muss man schon sagen. Hier und da muss man dann hin und wieder auch schon mal ein paar Accessoires halt eben, beziehungsweise ein paar, Ausrüstungen austauschen, damit ich auch schön die ganze Zeit am Lernen bin. Aber ansonsten, ich bin gut dabei. Mit Freya und, wie heißt jetzt der andere Kollege, den ich hier normalerweise immer da hab? Ach so, Kollegin, eher gesagt. Garnett, ja, die haben soweit eigentlich alles gelernt, von dem, was man halt, von dem, was ich halt eben lernen kann, was ich gerade im Moment besitze. Und ja, deswegen habe ich einfach mal Aiko und Vivi reingepackt. Steiner habe ich auch ein bisschen schon gelevelt. Und ja, ich habe mir gedacht, bevor wir die ganze Zeit hier, im Prinzip auf Level 99 kommen, habe ich mir gedacht, wir bekommen wahrscheinlich noch im Laufe des Spiels noch ein paar Ausrüstungen und ja, muss daher sowieso noch ein paar Abilities lernen, die ich jetzt gerade nicht erlernen kann. Deswegen habe ich gedacht, so okay, für diesen einen Moment setzen wir einmal die Geschichte von Final Fantasy 9 fort. Und ja, das machen wir dann auch. Und was die Chocobo-Quests anbelangt, ja, das können wir eigentlich auch noch in CD4 absolvieren. Beziehungsweise im weiteren Spielabschnitt. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, gehen wir zur Insel des Lichts und machen dementsprechend also in der Story weiter. Zidane, die Instrumente spielen verrückt. Das Schiff scheint von irgendetwas angesogen zu werden. Zidane, hält das Schiff das aus? Du hast doch nicht etwa vor, da reinzufliegen. Alles, was wir wissen, ist, dass der Eingang hier ist. Das hier ist also, was die Leute von Estogasa den Pfad der Seelen nannten. Der Pfad, der nach der Pfad, der die Seelen nach Terra führt. Vielleicht ist es ja eine Art Teleporter, so wie die in Kuyas Unterschlupf. Zidane, wir werden hineingesogen. Auf Kurs bleiben und abdrehen. Was sollen wir tun? Wenn wir da reinfliegen, gibt es vielleicht kein Zurück mehr. Also voller Schub voraus. Voller Schub voraus und lass uns auf Deck gehen. Warum das denn? Wenn es wirklich ein Teleporter ist, wie Lili vermutet, dann sollten wir reinspringen. Springen? Und wenn es nun doch kein Teleporter ist? Vertrau mir, wird schon schief gehen. Ist das hier Terra? Was ist das nur? Dieses Licht? Warum? Hä? Endlich hast du deinen Weg hierher gefunden. Die Zeit ist gekommen, doch manche sind in Hast. Wer bist du? Meinen Namen möchtest du wissen, so nenne mir deinen. Wer bist du? Wer bist du? Ich wollte mich doch gerade vorstellen. Hat man dir keine Manieren beigebracht? Der Name, den man bekommen hat, weist der einen als sie selbst aus? Auch du scheinst vom Glanz des blauen Mondes geblendet zu sein. Was? Was weißt du schon? Kommst du von Terra? Du bist der Unwissende. Komm und sieh für dich selbst Terras anmutige Gestalt, wer du eigentlich bist. Hey, warte! In Luft aufgelöst? Zidane! Lili, geht es dir gut? Ja, und allen anderen auch. Lass uns gehen. Okay, für einen kurzen Moment lassen wir einfach mal, ja, andere Partymember mal rein, statt zum Beispiel Quina. Wir nehmen Mahagon mal eben, weil Mahagon halt auch noch ordentlich noch was zu tun hat. So, das geht jetzt eben ganz fix. Ich suche mir jetzt einfach nur schnell hier Sachen raus, so, die er leveln kann. So, ich nehme jetzt willkürlich einfach irgendwas. Hauptsache, er ist beschäftigt und lernt was.
So, es spielt für mich gar keine Rolle, was es ist. Hauptsache, er tut es. So, Katzenkralle. Ich glaube, das kann auch noch irgendwas anderes hier lernen, oder? Ne, scheiß drauf. Komm, dann müssen wir den halt eben mal ganz gut so trainieren. So, allerdings Position. Ja, Position sollte vom Mahagon schon, dann schon weiter vorne sein. Beziehungsweise ist es eigentlich irrelevant. Ne, wir packen alle nach hinten. So, dann haben wir alles abgedeckt. So, so, eben Heilung ist wahrscheinlich nicht schlecht. So, schauen wir mal, was passiert, wenn wir nach oben gehen. Hier gibt es zunächst nichts, aber hört euch einfach mal diese Musik hier im Hintergrund an. Wenn ich nicht ganz dazwischen quatschen würde, dann ist das einfach so delicious. Ich finde es einfach so epic. Was dieser Ort hier eigentlich verkörpert, was die Melodie verkörpert, das ist unglaublich. Hä? Hey! Okay. Da gehen wir gleich einfach mal hin. Aber zunächst einmal gehen wir hier hin, denn wir haben hier anscheinend noch einen Schatz. So, Hypnosemütze, ja. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen besser natürlich umschauen. Wir wollen natürlich hier alles ergattern, was wir hier ergattern können. Zumindest das, was ich jetzt irgendwie obviously so sehe. Drachenreif. Drachenreif kann wahrscheinlich etwas sein, was wir noch nicht haben. So. Drachenreif. Tatsächlich haben wir gerade nur einen. So halbiert die Effektivität des Angriffselements Schatten. Das ist eigentlich ganz nice, wenn man sich das so anguckt. Eigentlich ist es kein schlechtes Item, aber wir passen, glaube ich, erstmal, oder? Nee, für uns zählt schon ein guter Wille-Wert. Der ist für uns schon ganz wichtig, damit wir halt eben mit unserer Attacke halt so schnellstmöglich 9.999 Schaden machen. Und ja, was diesen Fortschritt angeht, ja, da bin ich noch nicht ganz fertig. Wir machen mit Zidans Räuberseele mittlerweile 5.200 Schaden oder so. Das ist zwar schon eine ganze Menge, allerdings ist das noch nicht so ganz, wo wir hinwollen. Okay, und da kommen wir auch schon zum ersten Random-Battle hier in Terra. So. Keine Ahnung, was diese Typen drauf haben. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, zuerst beklauen. Oh, wir haben hier schön Refleck. Also wirkt Silentium schön auf sich selber. Ja, der Kreise, heißt du so? Echokraut geklaut. Wow, toll. So, sollte ich irgendeinen tollen Zauber hier benutzen? Ja, Wasser, Flair. Oh, wie gut ist eigentlich Flair? Das würde mich auch mal interessieren. So, danach können wir eigentlich Räuberseele klatschen. Ich meine, zugegebenermaßen, ja. Wir haben jetzt nicht die stärkste Truppe hier. Aber trotzdem können wir mit denen ordentlich was anrichten. Moment, wie war das jetzt mit Dings? Ich konnte... Habe ich gerade nicht Flair schon ausgewählt? Moment. Ich habe gerade wahrscheinlich wieder meinen Moment gehabt, wo ich nicht aufgepasst habe. Ach so, oder Moment, eine Sekunde. Flair hat gerade... Ach, Flair hat gerade 5400 Schaden gemacht, kann das sein? Und Räuberseele 5900. Ach so. Ach so, ja, dann ist ja alles gut. Geil. Okay, interessant. So, pro geklautes Item übrigens. Ja, machen wir eben 15 mehr Schaden. So, was ist das jetzt hier gerade? Was haben wir denn da? Was hat er hier für ein komisches Gift? Ist mir auch egal. Ein Allheilmittel sollte das eigentlich lösen. Ach, tut's nicht. Was für ein Item war denn dafür jetzt ausgelegt, um das zu heilen? Wenn nicht Baldrian. Was hat er denn für einen Zustand? Neurose, oder? Aber das Baldrian heilt doch Neurose, oder? Was hat er denn? Was? Der kriegt keine XP und kein Dings. Welche Krankheit ist das denn nochmal? Ach, Talisman brauche ich dafür. Heilzeug, oder? Nee, Vakzin könnte das eher sein. Ich weiß zwar nicht genau, was es macht. Infektion. Ich glaube, eine Infektion ist das. Ah ja, okay, interessant. So, machen wir noch kurz mal automatische Ordnung. So, das heißt, wir haben jetzt die ganzen schönen Items oben und jetzt wird einfach mal schön auch nach, ja, je nach Waffenart eben hier einkategoriert und je nach Ausrüstung halt eben. Und das ist eigentlich ganz schick so. So, ich könnte bestimmt jetzt mein Dings was Besseres auswählen. Bei diesen Fähigkeiten. Hä? Hey, warte! So, was hier besonders krass auffällt, ist einfach mal, dass diese Person, die einfach ganz von uns wegrennt, auch einen Schwanz hat, genauso wie Zidane. Was? So, und sie flüchtet einfach ganz von uns, sie bleibt nicht stehen.
Aber wir werden schon auch rausfinden, was hier abgeht. So, was sind das nochmal für Kügelchen? Vakzinen bekommen wir von denen. Das ist ja eigentlich auch mal interessant. So, Fenrir kennen wir schon. Reflekt kennen wir schon. Ja, wir können einfach mal versuchen. Zum Beispiel, ja, eben, ja, Wasser oder Flair halt eben auf alle zu wirken. Wieso funktioniert das nicht? Hä, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So, okay, ich kann ja auch jeden einzelnen Hopser jetzt beklauen, wenn ich Bock habe. So, warum funktioniert das mit meiner Magie jetzt nicht so ganz? Delta-Attacke! Ja, toll! Schön und gut, dass du Delta-Attacke machst, aber... Pff, ja, Delta-Attacke kann den Tod bedeuten, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so fancy, Nancy. So, aber, wie man sehen kann, Vivi steht natürlich wieder, denn wir haben eigentlich auch was Bestimmtes dafür angelegt. So, wie mache ich die Hopser jetzt fertig? Ich hoffe, Dings trifft jetzt. So, wir haben nämlich den Skill Segen angelegt und ja, Segen retzt einen im Prinzip, nachdem man gestorben ist. Wie gesagt, fragt mich aber nicht, in welchem Intervall das ist. So, probieren wir jetzt nochmal einen Räuberseele hinterher zu klatschen. Das sollte ja schon was bringen, oder? In gewisser Weise. Ich weiß nicht, wie viel HP diese Hopser haben. Deshalb ist das jetzt gerade so ein bisschen so experimentiv. Oder experimentell, ja, genau. Oh, jetzt werden die zu einem Ganzen. Oh, nee, einer ist verschwunden von den Hopsern. Okay. Ich glaube aber, die bringen gut XP. War das nicht so? Oder war das mit diesen Kügelchen in Final Fantasy 7? Ich sag mir nicht, jede Kugel hat so seine HP. Scheinbar schon. Ah, immer Reflekt ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Muss man wirklich sagen. Ich sollte vielleicht die anderen Charaktere auch noch damit ausstatten. So, hier einmal nochmal Räuberseele. So, den ganzen Progress können wir auch einfach mal ein bisschen verschnellern. So, einer ist noch übrig davon. Ach, was? Ich habe jetzt gerade Vitra auf den Gegner geused. Schlau ist das nicht, aber egal. Gut. Den Kampf hätten wir sauber überstanden. Dafür gibt es 5900 XP. Das ist eigentlich ganz nett. Nur habe ich jetzt nicht auf meine AP geguckt, die ich erhalten habe. Das ist das macht es wieder ein bisschen schade. So. Vitra. Zack, zack, zack. Heil uns mal schön. So, und zwar hier ist das. Unten Segen. Wiedergeburt wird im Kampf automatisch ausgeführt. So. Dafür habe ich aber, verzichte ich auf viele andere Sachen, kann das sein? Moment, was benutze ich denn gerade? Level Up, okay, ist gut, um einfach mal schnell wieder zu Ding zu kommen. Verhindert Schweigen ist ganz, ja, verhindert Schlaf, ich glaube Schlaf brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gift und Galle ist so, ja, Ability Up ist doch schon etwas, was ich gerade benutzen möchte. Ansonsten, ja, können wir sowas benutzen wie immer Refleck? Macht das Sinn? Oder immer Levitas? Keine Ahnung, also das ist jetzt alles so Pi mal Daumen. Wo ist sie hin? Hm? Oh, I see. Ich kann da lang gehen. So, Moment. Kann ich aber auch hier hochklettern? Nee. Man muss auch wirklich sagen, ich war hier auch an diesem Ort einmal in meinem ganzen Leben. Deshalb muss ich selber auch mal ein bisschen schauen, dass ich hier auch nichts verpasse. So, ich will nochmal eben kurz rüberspringen. So, die Frau ist links, unten. Also gehe ich einfach mal nach rechts. Oh nein. Och, nö. Fuck. Warte, kann ich diesen Kampf irgendwie schnell beenden? Ja, doch, eigentlich schon. So, ich will mich nochmal eben kurz nicht vergewissern, dass ich nicht eventuell mit einem anderen Spell doch eben alle angreifen kann. Doch, mit Wasser geht's sogar. Na gut, dann versuchen wir einfach das mal zu verschnellern. Oh Gott. Ich hau einfach mal lieber doch ab. Das ist mir dann doch ein bisschen zu spooky, wenn schon zwei Charaktere von der Delta-Attacke gestorben sind. Da ist nicht mehr zu spaßen. Blöde Scheißgegner, ganz ehrlich. So, Moment. Ich gehe jetzt hier einmal runter. Und wie ich mir schon dachte,
Hier bekommen wir nur einen Schatz und ach ja, das Allheilmittel. Ja gut, dann bleibt diese Kiste halt eben ungeöffnet. Denn wir haben bereits 99 Allheilmittel, das ist schon ganz praktisch. So, hinunterklettern. Dämonenpanzer. Wer bist du? Du weißt gar nichts, oder? Hä? Komm mit, dann wirst du schon verstehen. Auch wer du in Wahrheit bist. Hey, warte! So, ich glaube, hier können wir jetzt erstmal nichts holen, oder? Na, gehen wir einfach hier weiter, wo natürlich wieder ein Random Battle folgt. Yeah! So, okay, erstmal beklauen. Dann, mein Gott, hier erstmal Flair. So, schade, dass wir halt mit Dings... Solche Heilcharaktere sind halt mehr oder weniger... Halt, ja, fucking useless, wenn man nichts hat zum Heilen. So, das hat schon mal ordentlich viel Schaden gemacht. Esprit! So, und natürlich klaut er uns wahrscheinlich unsere ganze Mana hier. Oder zumindest ein Teil davon. Ja, 48, ja. Warte mal, der hat uns alles geklaut. Wie 48? Nee, doch. Macht Sinn. Wir hatten gerade 88. Dann habe ich Flair genutzt, dann hatte ich nur noch 48 und das hat er mir abgezogen, glaube ich. Ja. Gute Nacht, my friend. So, hier konnten wir nochmal sehen. 6006 Schaden. Also, der Damage, der steigt. Langsam, aber er tut's. So, Vollgase gelernt. Nice. So, Vivi ist blind. Ja, ist eigentlich egal. Kann ruhig blind bleiben. Geh nur zu. Dann wird dir alles klar. Okay. Oh. Ha? Wo gehe ich hin? Kann ich nur hier hingehen? Warte. Hier ist nix. Okay. Wir können anscheinend nur nach oben gehen. Was ist denn das hier für ein komischer Ort? Im Gegensatz zu bisher sieht hier alles irgendwie künstlich erschaffen aus. Aber die Anwesenheit von Menschen spüre ich trotzdem nicht. Willkommen zurück. Hä? Dies ist der Ort, an dem du sein solltest. Der Ort, an dem man auf den Zeitpunkt seiner willenlosen Hingabe wartet. Dein Ort. Branbarlu. Hey, warte! Was soll denn das heißen? Was? Lilly, was hast du? Lilly! So ein Dreck, was in aller Welt läuft hier eigentlich? Du weißt wirklich nichts. So wie ein neugeborenes Kind. Weshalb du dein Leben erhalten hast, weshalb du überhaupt existierst. In dieser Unwissenheit schreitst du auf, versuchst deinem Leben... deine Existenz eine Bedeutung zuzumessen. Du weißt wirklich nichts. Wir müssen für Lilly einen Platz zum Ausruhen finden. Titan, ich bleib bei der Prinzessin. Finde du einen Ort, wo sie sich ausruhen kann. Alles klar, hier wird es ja wohl sowas wie ein Bett geben, ha? Also, ich bin gleich wieder da. Passt so lange auf Lilly auf. Gut, die Partie bleibt erstmal so. So. Natürlich können wir uns auch weiter hier erstmal umschauen, oder? Hä?
Wer sind die denn? Alle haben wie ich einen Schwanz und alle haben die gleiche Haarfarbe. Oh, yeah, you're right. Hey, gibt's hier in der Gegend einen Platz, wo man sich ausruhen kann? Ausruhen? Zu welchem Zweck? Was ist denn das für eine Frage? Wenn es Nacht wird und ihr müde seid, geht ihr doch ausschlafen, oder nicht? Mit Nacht beschreibst du den Zustand der Dunkelheit? Ich habe keine Zeit, beknackte Fragen zu beantworten. Gibt es hier jetzt sowas wie ein Gasthaus oder nicht? Dort ist der Eingang. Okay, alles klar. Sag mal, was tut ihr hier eigentlich? Deiner Größe nach würde ich sagen, du bist noch ein Kind. Wir besitzen kein Alter. So wurden wir nicht konstruiert. Konstruiert? What? Schauen wir erstmal hier.